Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Zur 100. Folge vom Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Ein knappes Jahr Premium Jobs Podcast, 100 Folgen, über 140.000 Downloads bisher und sehr, sehr, sehr cooles Feedback querbeet aus der Welt der Premium Autohäuser von Führungskräften und auch von Mitarbeitern. Der Premium Jobs Podcast ist für Menschen, die ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen, die einen Job wollen, der sie glücklich macht, die Lust haben, etwas zu bewegen und die ihre Handschrift einbringen wollen. Und der Premium Jobs Podcast ist auch für Menschen, die gern Neues lernen und die über ihren Tellerrand hinausschauen, also rauskommen aus ihrer Komfortzone. Mich freut das, wenn du Impulse bekommst, die deinen Job und dein Leben einfacher machen. Und ich freue mich, wenn du erfolgreich bist mit dem, was du tust und vor allem, wenn du Spaß hast, wenn es dir gut geht. Und es ist schön zu sehen, dass mein Podcast dich dazu inspiriert, mehr auf dich zu schauen und dir die eine oder andere Idee gibt, was du im nächsten Schritt für dich tun kannst. Denn zuhören ist ja das eine. Das andere ist es, dann tatsächlich auch etwas anzunehmen und aktiv zu werden. Fantastisch ist es, wenn du dir etwas herauspickst, was gerade für dich relevant und wichtig ist und wenn du dann anfängst, die Dinge tatsächlich umzusetzen, Schritt für Schritt. Kleine Sachen reichen häufig aus, um erstmal zu starten und dann ist es reine Übungssache. Meine Praxisbeispiele, das hörst du, die habe ich mir nicht ausgedacht, die kommen alle direkt aus der Praxis, kommen direkt aus Premium-Autohäusern. Und ich bin dort ja schon seit Jahren sehr aktiv als Rekruterin und auch als Coach und Trainerin, arbeite da mit den Menschen in den Autohäusern, mit den Mitarbeitern, spreche intensiv mit den Führungskräften, mit den Entscheidern, kriege da die ganzen Geschichten vor und hinter den Kulissen mit. Und klar, gucke ich auch auf die Kunden, was die Kunden sehen, was die Kunden erleben und was die Kunden erwarten. Und jetzt vor ein paar Wochen, da habe ich ein Seminar gemacht für eine Autohausgruppe. Und in diesem Training ging es um Premium Culture, also um Premium Verhalten im Autohaus und was anspruchsvolle Kunden im Autohaus für einen Service erwarten dürfen und wie genau der aussieht. Also was jeder einzelne Mitarbeiter dazu beitragen kann, in seinem Autohaus 1:1, also persönlich am Telefon und auch per E-Mail. Und mir ist es in diesen Trainings immer wichtig, dass an solchen Tagen die Mitarbeiter gezielt auf ihr eigenes Autohaus schauen. Da geht es also nicht darum, irgendwelche Prozesse zu lernen und aufzuschreiben, sondern es geht mir vielmehr darum, wie mache ich das genau? Wie kann ich morgen gleich mit den Umsätzen anfangen und was fehlt mir dafür? Was brauche ich dafür? Und dieser Tag, der war besonders cool, sehr interaktiv, hellwache Teilnehmer und normalerweise ist das ja nach den Seminaren immer so, dann rennen die Teilnehmer dann raus, um ihren Flieger, ihre Bahn oder sonst was zu erreichen. Und diesmal war das ein bisschen anders, weil die Teilnehmer da noch zum größten Teil standen und diskutiert haben. Und ich habe mich dann dazugestellt und zugehört und dann hat mich einer von ihnen angesprochen, ein Serviceleiter aus der Nähe von Bremen und der sagte, Frau Patzelt, worüber wir gerade sprechen. Sie kennen uns ja eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also eigentlich kennen wir uns noch gar nicht so lange. Woher wissen Sie, was jetzt genau hier unsere Knackpunkte waren? Und wie kann das sein, dass Sie so einen Blick haben und dass Sie die Sachen so wahrnehmen und sehen und vor allem so übergreifend sehen? Das steht uns ja nicht auf der Stirn geschrieben, sagt er. Ne? Und ich habe da breit gegrinst. Was für eine Frage, weil für mich als Coach ist das ganz selbstverständlich. Ja, also ich komme da rein ins Autohaus und dann sehe ich die Dinge blitzschnell im Zusammenhang. Ich sehe, was gut läuft, ich sehe, wo es hakt, wer mit wem kann, wer nicht. Ich weiß, wie die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern sind. Ich brauche da gar nicht viel zu machen, einfach nur gezielt ein paar Gespräche zu führen, ein paar Steinchen, nenne ich das immer, ein paar Steinchen hochzunehmen. Und dann bin ich immer sehr dankbar dafür, wenn mich Entscheider im Vorfeld, auch wenn es unbequem ist,
zur Vorbereitung einfach nochmal ein paar Steine mehr hochnehmen lassen und drunter gucken, ne? Weil dann kann ich mich noch gezielter vorbereiten und dann wird das Training einfach wertvoll. Also jetzt hier wie für diese Autohausgruppe, die wirklich da viel rausgezogen haben für sich. Ja, und in der Regel ist es so, also Entscheider kommen zu mir und sagen, gucken Sie doch mal. Und dabei kommen dann oft, klar, ganz interessante Sachen zutage. Und die können den Erfolg des Autohauses spürbar ausbremsen. Und dann ist es gut, dass dann schnell gehandelt wird. Ja, und dafür ist es dann wichtig, wie der Entscheider reagiert. Ja, sitzt er die Sachen aus? Das passiert oft. Nimmt er die Ergebnisse ernst? Handelt er? Macht er da was draus? Also es können ganz unterschiedliche Dinge rauskommen. Viele, viele kleine Baustellen. Aber auch große. Das kann sein, dass ein oder zwei Mitarbeiter oder auch Führungskräfte oder auch Chefs ganze Teams blockieren. Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Service-Spielregeln aufzuschreiben, sondern dann geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Schnell durchzugreifen, Zeichen zu setzen und den Mitarbeitern Signale zu setzen. Das nehmen die sehr, sehr schnell wahr, wenn da was passiert. Und wenn ich so vor mich hingucke, also unter die Steine gucke, ich denke mir dann manchmal so, sieht das denn keiner? Also weil das, was der Serviceleiter da zu mir gesagt hat, das steht uns ja nicht auf der Stirn geschrieben. Ja, in gewisser Weise schon, weil ich komme da rein, ich sehe das. Doch vieles wird im Alltag normal für Mitarbeiter und Entscheider. Und deshalb ist es gut, wenn Leute wie ich hinschauen dürfen. Das ist unbequem, aber es ist gut für das Geschäft, es ist gut für das Team, es ist gut für die Kunden. Denn was erlebt dein Kunde bei dir im Alltag? Also bei dir in deinem Autohaus. Machst du dir als Mitarbeiter oder als Chef oder Entscheider jeden Tag die Mühe, die Kundenbrille aufzusetzen und entsprechend zu handeln? Meistens nicht, oder? Ja, also stell dir zum Beispiel mal vor, du rufst in deinem Autohaus an. Ja, du möchtest einen Termin mit einem Verkäufer ausmachen oder nach einem Preis fragen oder der Service ist wieder fällig, was auch immer. Neulich hatte ich einen Entscheider, der hat sein Handy auf seinem Schreibtisch vergessen und hat versucht, über die Hotline seine Mitarbeiterin ans Telefon zu bekommen. Das hat eine Weile gedauert. Deswegen, das war eine sehr interessante Erkenntnis, zu erleben, was passiert, wenn ein normaler Kunde im Autohaus anruft. Es ist endloses Klingeln. Und dann, wenn jemand drangehen sollte, ist das vielleicht eine stockend antwortende Hotline-Mitarbeiterin, die das betreffende Autohaus noch nie von innen gesehen hat, geschweige denn den Verkäufer kennt, den du sprechen möchtest. Ja, Telefon ist ein großes Thema. E-Mail auch. Weißt du, wie die E-Mails aussehen, die bei euch so rausgehen? Ja, fast immer macht es Sinn, sich die E-Mails nochmal durchzulesen, bevor du sie abschickst. Und das ist egal, ob es an die Kollegin ist, an den Chef oder an den Kunden. So viel Zeit sollte sein. Guck, ob die Anrede stimmt, ob der Name stimmt, ob die Signatur da ist. Dann, wie ist der Eindruck im Showroom? Ist der Stress spürbar, der da ist? Wie ist der Ton untereinander? Wie geht ihr miteinander um? Wie aufmerksam seid ihr Kunden gegenüber? Also Serviceassistenz, Vertriebsassistenz, Vertriebler, also Verkäufer, Verkaufsleiter. Grüßt der Chef, wenn er durch sein Autohaus geht? Also so solche Dinge. Wie sieht's aus mit der Ordnung? Wo stapeln sich die Tassen? Wie zusammengelegt sind die Zeitungen? Solche Details sieht der Kunde, weil der hat Zeit, ne? Der guckt da hin. Dann, wenn du dein Auto in Empfang nimmst, oft ist das so, ich kann es gar nicht glauben. Manchmal finden die Mitarbeiter den Schlüssel einfach nicht und dann müssen die den Schlüssel erstmal suchen. Das kriegst du mit als Kunde. Das ist kein guter Eindruck. Na, später findest du dann, wenn du den Kofferraum aufmachst, deine persönlichen Sachen in so einer braunen Tüte, wo da lieblos das ganze Zeug zusammengekramt worden ist. Oder das Handy vom Mechaniker ist noch verbunden. Klar, du als Branchenkenner weißt, der Mechaniker braucht das Handy zur Fehlerdiagnose. Doch muss das gekoppelt bleiben? Kannst du das nicht wegmachen, wenn du mit dem Auto fertig bist? Warum ist die Brötchentüte noch im Fußraum? So solche Sachen. Ja, also wenn sich keiner kümmert, passieren solche Details. Das sieht der Kunde. Kunde ärgert sich. Interessant wird es dann, wenn du mit einzelnen Mitarbeitern sprichst. Da erfährst du schnell alles, was du wissen musst. Und Gespräche führen ist Entscheiderjob.
Nur der wird im Tagesgeschäft oft vernachlässigt. Und wenn du Entscheider bist, schau, dass du Gespräche führst mit deinen Leuten, regelmäßig, jeden Tag, kurze Gespräche, dass du weißt, wie es denen geht, was die beschäftigt. Nicht diese jährlichen Gespräche, die die Personalabteilung dir auferlegt, sondern kurze Gespräche, damit du einfach die persönlichen Befindlichkeiten kennst, dass du weißt, wie deine Leute ticken, dass du weißt, dass die Serviceassistentin Bauchweh hat, weil sie von ihren Kollegen gemobbt wird, dass du weißt, dass der Serviceberater schon seit einem halben Jahr auf seinen versprochenen Bonus wartet, der aus welchen Gründen auch immer nicht kommt, dass du weißt, dass die Disponentin super genervt ist, weil ihre E-Mails von den Verkäufern nicht gelesen werden und sie wird immer wieder angerufen, aus ihrer Arbeit rausgerissen, muss immer den gleichen Kram erklären, den sie schon hundertfach aufgeschrieben hat, weil die Verkäufer einfach zu faul sind, ihre E-Mails zu lesen. Und die Disponentin kommt abends zu spät nach Hause, kann ihre Kinder nicht pünktlich ins Bett bringen, ist einfach genervt, solltest du wissen als Entscheider, als Chef. Na, du solltest auch wissen, dass die beiden Verkäufer, die noch Garantiegehalt bekommen, dass die Dienst nach Vorschrift machen, was niemanden interessiert und sich von den Vertriebsassistenten den Hintern hinterher tragen lassen, was auch nicht zur guten Laune beiträgt. Na, dann kommt es vor, dass die Duschen für die Mitarbeiter der Werkstatt seit Monaten kein warmes Wasser mehr haben. Keine gute Sache. Oder neulich habe ich einen jungen Mechaniker gesehen, der immer noch in der Dienstkleidung nach 3 Monaten des vorigen Arbeitgebers geschraubt hat, weil die neue Dienstkleidung in der neuen CI noch nicht eingetroffen ist. Und du weißt, wir sprechen hier von Premium-Autohäusern. Ich habe mir jetzt hier nichts aus den Fingern gesaugt. Das sind Tatsachen. Das sind Geschichten aus Premium- und Luxus-Autohäusern. Und wenn du drauf guckst, mit Mitarbeitern sprichst, mit Menschen zu tun hast, wir sprechen immer von einem Geben und vom Nehmen. Glückliche und wertgeschätzte Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Autohaus erfolgreich ist. Na, wenn es dir als Entscheider wurscht ist, dass deine Serviceassistentin nur noch mit Bauchweh zur Arbeit kommt, dann werden das deine Kunden spüren. Möglicherweise sind das die Kunden, die ihren Autoschlüssel nicht bekommen, weil der gerade weg ist und weil die Serviceassistentin gerade keinen Nerv hat zu gucken oder nicht mehr genau weiß, wo sie den abgelegt hat. Also wenn du als Entscheider und Führungskraft bei diesen kleinen Dingen nichts tust, wenn du nicht handelst, dann fliegt dir dein Autohaus, dann fliegt dir dein Team um die Ohren. Und deshalb lohnt es sich, mutig zu sein und von Zeit zu Zeit jemanden von außen draufschauen zu lassen, auch wenn das erstmal unbequem ist. Doch Lösungen sind oft schnell gefunden und wenn sie dann ernsthaft umgesetzt werden, ist schnell Erfolg spürbar. In den nächsten Jahren, es werden so viele Veränderungen auf die Autohäuser zukommen. Doch es werden immer Menschen mit Menschen zu tun haben. Also sorg du dafür, dass dein Kunde spürt, wann immer er Kontakt mit deinem Autohaus hat. Hier bin ich gemeint. Hier machen die Menschen den Unterschied. Gerade heute Abend, kurz bevor ich meinen Podcast hier an meinem Küchentisch aufgenommen habe, da habe ich mit dem Autohauschef gesprochen, der einen Verkäufer sucht und der sagt nach all den Jahren, Frau Patzelt, mein Erfolgsrezept ist es, dass ich meine Kunden betüdel und dass ich mich kümmere. Und so solche Leute, die will ich haben, die suche ich jetzt auch für mein Team. Und recht hat er. Und in meinem Podcast und auch in meinen Einzelcoachings, da stelle ich oft ganz gezielte Fragen. Es sind Fragen wie geht's dir in deinem Job? Ist es das, was du gerne machst? Wo willst du hin? Fühlst du dich unterstützt von deinem Chef, von deinem Team? Was brauchst du, um noch wirksamer zu sein und was hält dich zurück? Schau, dass du Antworten darauf findest, denn nur wenn du richtig bist in deinem Job, wenn du dich richtig fühlst in deinem Job, wenn du einen Sinn siehst in dem, was du jeden Tag tust, dann kannst du etwas bewegen. Und ich freue mich, wenn du weiter den Premium Jobs Podcast hörst. Und wenn du für dein Autohaus jemanden brauchst, der einfach mal hinschaut, dann melde dich bei mir und lass uns sprechen. Schreib mir einfach eine Mail an podcast@andrea-patzelt.com. Liebe Grüße, deine Andrea. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com.
oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.